Sie sind hier, 28. August 2018, 10.53 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Markus Rehm will auch mit Prothese bei den olympischen Sportlern mitmachen. Urheberrecht Getty Images München. Paralympics-Weitspringer Markus Rehm kämpft nach seinem Weltrekord weiter für eine Teilnahme bei den olympischen Sportlern und spricht von möglichen Ängsten. Markus Rehm ist seit Jahren der Dominator im paralympischen Weitspringen. Der 30-Jährige ist dreifacher Paralympicsieger und stellte am Wochenende bei den Europameisterschaften in Berlin einen neuen Weltrekord über 8,48 Meter auf, mit dem er seine nächste Goldmedaille holte. Er sprang damit mit seiner Unterschenkelprothese 23 cm weiter als der Sieger bei der Leichtathletik-EM 2 Wochen zuvor. Rehm gewann auch die deutsche Meisterschaft 2014 gegen die Konkurrenz ohne Behinderung. Doch seither sieht er sich deutlich größeren Widerständen gegenüber, als nur den sportlichen Gegnern. Denn durch seinen Sieg 2014 ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Rehm seine Unterschenkelprothese am rechten Bein einen Vorteil verschafft. Auch nach mehreren eingehenden Untersuchungen kann die Wissenschaft keine finale Einschätzung darüber liefern, ob oder wie Rehm durch seine Prothese bevorteilt wird. Doch für den Athleten selbst spielt diese Frage nur eine untergeordnete Rolle. Rehm will außer Konkurrenz mitspringen, wir müssen aufhören, von denen und uns zu reden. Es muss ein Wir geben, sagte Rehm der dpa. Er wolle einfach nur bei den Wettbewerben der olympischen Athleten teilnehmen und seinem Sport so eine größere Aufmerksamkeit verschaffen. Dafür verzichte er auch auf den sportlichen Vergleich und würde außer Konkurrenz mitspringen, vielleicht sind da Ängste da, und sie fürchten, dass ich ihnen die Show stehle. Mir geht es aber nur um das Zeichen, gemeinsam Sport zu machen, nicht um eine Medaille, sagte er der dpa. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.